Grüße euch mal auf meinem Reise- und Dokumentationskanal. Wir haben heute Dienstag, den 29. Mai, und jetzt geht es wieder los auf einer Radtour von 2,5 Wochen. Die geht jetzt mit dem Nachtzug Richtung Bologna, Italien, und dann am nächsten Tag weiter nach Florenz. Das heißt jetzt, die Räder sind jetzt gepackt und jetzt fahren wir gleich zum Bahnhof und dann geht die Reise los. Und ich lade euch natürlich wieder recht herzlich dazu ein, an dieser Reise teilnehmen zu können, und ich versuche schöne Bilder für euch zu machen und dass ihr viel Spaß an den Filmen habt. Es wird bestimmt wieder eine Menge Filme geben, und die nächsten Aufnahmen folgen dann. Jetzt werden wir noch mal eben die Räder gucken und dann werden wir los. Viertelstunde in Mannheim auf dem Hauptbahnhof angekommen. Durch das Gewitter oder das Unwetter, was gestern übers Ruhrgebiet drüber hinweggezogen hat, sind fast alle Züge ausgefallen und nicht richtig gefahren. Den wir jetzt hier Richtung Mannheim, also bis nach Mannheim hatten, der hatte über 3 Stunden Verspätung, und jetzt haben wir nochmal wieder alles umgebucht. Und jetzt haben wir eine gute Verbindung, und ich will hoffen, dass der Rest klappt. Und dann geht unser Zug jetzt um 7.12 Uhr geht er hier von Mannheim vom Hauptbahnhof weg. So, sind jetzt in München angekommen auf dem Hauptbahnhof, und wir waren da um 10.25 Uhr. Und jetzt warten wir auf den Zug, der uns Richtung Italien weitergeht. Eben mal einen kleinen Blick, Bahnhof. Und dann ist das der Zug um 11.11 Uhr Richtung Venezia, sind. Haben wir gerade Kufstein passiert und sind jetzt in Österreich. Thank you.
dafür nicht gefahren. Das wäre auf meinem Reise- und Dokumentationskanal. Wir sind gestern Abend um knapp 20 Uhr in Bologna angekommen und sind dann zum Campingplatz gefahren. Der ist in Bologna so circa knapp 6 Kilometer von Bologna weg. Ist also relativ einfach zu fahren und war gut zu finden. War gar kein Problem. Immer man hat ein Navigationssystem zur Hand und dann klappt das einwandfrei. Ist ein hervorragender Campingplatz und jetzt geht es heute weiter. Und zwar werden wir jetzt wieder zum Bahnhof zurück und dann den Zug nehmen, der dann Richtung Florenz geht. Wir werden aber nicht bis ganz nach Florenz fahren, sondern vorher schon aussteigen und dann beginnt eigentlich die eigentliche Radtour durch die Toskana. So, jetzt zeige ich euch noch mal eben ein bisschen den Campingplatz. Am Hauptbahnhof Zentral und jetzt werden wir mal zusehen, dass wir einen Zug Richtung Florenz bekommen und dann geht es weiter. Ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen den Bahnhof oder das Bahnhofsvorgebäude. Wir sind jetzt am Ortsausgang von Pistoia. Bis hierhin sind wir mit dem Zug gefahren und jetzt beginnt unsere Radreise durch die Toskana.
So, wir sind jetzt angekommen in Monte Cantini Alto. Das ist der Campingplatz hier. Schon alles soweit aufgebaut. Mit einem ganz herrlichen Ausblick.